vom Tabellenkeller gegeneinander spielen. Nächste Möglichkeit und wieder eine tolle Parade von Jenas Torhüter Nulle. Diesmal war es Tufan Tosunoglu. Plötzlich hatte der Türke das freie Bahn und prüft Nulle. Tolle Reaktion des Schlussmannes, der aus Paderborn zum FC Carl Zeiss kam. Dann hat Müller da seine Schwierigkeiten, aber weiter keine größere Gefahr. Im März standen sich beide Mannschaften hier gegenüber. Jena verlor damals 2:1. Und von dieser Mannschaft sind nur noch 3 insgesamt im Aufgebot. Also sowohl von Jena als auch von Kickers Offenbach. Das verdeutlicht so in etwa die Probleme, die beide Trainer oder beide Vereine haben. Also grundsätzlicher Neuaufbau sowohl in Thüringen als auch in Hessen. Wieder Nulle nach diesem Kopfball von Mesic. Da hat er sich bemüht, den noch runterzudrücken. Und dann hat Nulle wohl den Ball weggeschlagen. Nicht deutlich zu sehen aus dieser Bildauswahl. Und er sieht die gelbe Karte. Die Verletztenliste beim FC Carl Zeiss hat ein wenig abgenommen. Ralf Schmidt kommt in die Partie für den jungen Polic. Ralf Schmidt, der ja lange Zeit verletzt war. Henning Bürger hatte sehr auf ihn gerechnet. Und nun macht er sein erstes Spiel für den FC Carl Zeiss in der neuen Saison. Henge und Müller, der Innenverteidiger, der mit nach vorne aufgerückt war. Schöne Ablage vom Bundesliga-erfahrenen Henge. Und dann aber doch zu zentral dieser Schuss von Robert Müller. Nach wie vor die beiden Torhüter mit einer erstklassigen Leistung. Hier auch tolle Parade von Robert Wulnikowski. Ziegner. Wieder Wulnikowski. Hansen. Und die Zuschauer registrieren an Entschlossenheit, auch an der Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen, mangelt es überhaupt nicht. Hier wird um jeden Ball gestritten. Mittlerweile auch Christian Fröhlich in der Partie. Ex-Dresdner, Ex-Chemnitzer, ehemals Carl Zeiss Jena. Und der hatte hier schon einmal die Vorlage gegeben für Mesic. Fröhlich gegen Eintracht Braunschweig, da war er noch in der Stammformation, spielte von Anfang an. Diesmal fand er sich zunächst auf der Bank wieder, kommt aber nun herein gegen seinen Ex-Verein. War ja auch ein Last-Minute-Transfer, den Kickers Offenbach mit Fröhlich tätigte. Kopfball von Sebastian Henge. Chance für Offenbach, Chance für Carl Zeiss Jena. Es ging nach wie vor hin und her in diesem spannenden Spiel am Biberer Berg. Kickers Offenbach auch mit einer Viererkette agierend. Und die dort spielen sind alles junge Leute, bis auf Hiski. Das ist ein Erfahrener. Der war bei Energie Cottbus, bei Dynamo Moskau und bei Slavia Prag. Er soll die Jungen führen und hatte sich diesen Fehler geleistet. Hansen. Und Henge. Wieder eine Möglichkeit für den Sturmführer des FC Carl Zeiss, für Sebastian Henge. Und da ärgert er sich, dass er diesen Kopfball nicht besser platzieren konnte nach der schönen Flanke des Kapitäns. Hier ist alles möglich, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung können hier Tore fallen. Vorteilsauslegung des Schiedsrichters. Und dann ist Fröhlich völlig frei, den muss er machen, den macht er, 2:1, Kickers Offenbach. Da waren sie wieder, die Deckungsschwierigkeiten in der neu formierten Abwehr des FC Carl Zeiss. Hans-Jürgen Beusen registriert diesen Treffer und er wird sich freuen, dass er mit Fröhlich den richtigen Mann gebracht hat, der hier dann aber nicht mehr allzu viel Mühe hat,
dieses Tor zu markieren, denn er steht völlig frei, völlig ungedeckt. Dann Chaos bei den Deckungsspielern des FC Carl Zeiss. Er hat das leere Tor vor sich und macht das 2:1. Es spricht aber für den FC Carl Zeiss, dass die Thüringer sich auch in dieser Phase nicht aufgeben. Also hier präsentiert die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht als beim 0:6. Riemer, wieder tolle Parade, Wolnikowski. Und dann stehen sie da hinten auch mit Mann und Maus und retten, was zu retten ist, und schlagen dann auch unkonventionell die Bälle ganz einfach weg. Noch ein Gefahrenmoment. Ziegner versucht es, das Spiel noch einmal anzukurbeln. Kontermöglichkeit Tosunoglu. Sehr auffällige Partie des Türken. Fröhlich hätte da gerne einen Freistoß gehabt. Sippel lässt weiterlaufen. War nicht in allen Entscheidungen souverän der FIFA-Referent. Hier noch einmal diese Möglichkeit von Riemer, dieser tolle Schuss und auch die tolle Parade von Robert Wolnikowski. Der 31-Jährige, der ja aus Siegen kam und sofort die Nummer 1 ist bei Kickers Offenbach. Sturmlauf des FC Carl Zeiss, Foulspiel am Hansen, am Kapitän, und da gibt es dann für Tosunoglu die gelbe Karte, völlig berechtigt. Es ist ein Sturmlauf des FC Carl Zeiss. Die Mannschaft zeigt sehr, sehr großen Willen. Alle Fälle den nötigen Willen, um hier zum Unentschieden zu kommen. Mirante ist im Spiel mittlerweile. Hier haben wir ihn, den Italiener. Und ein toller Schuss, ein tolles Fund von Marco Riemer. Direkt hat er diesen Ball genommen und erneut Wolnikowski. Also jetzt können sich die Spieler von Kickers Offenbach bei ihrem Keeper bedanken, dass sie nach wie vor mit 2:1 führen. Nächste große Parade. Da ist Wolnikowski außer sich, was er da alles halten muss. Wieder war es Riemer und dann im Nachschuss Amirante. Der Nachschuss hätte vielleicht ein wenig platzierter kommen können. Hier noch einmal dieses Fund von Marco Riemer und die Parade von Wolnikowski. Es ist nicht nur ein spannendes Spiel, sondern auch ein sehenswertes nach wie vor, auch in dieser Schlussphase. Freistoß auf der anderen Seite. Fröhlich. Und auch Nulle gibt sich keine Blöße. Pariert diesen Freistoß und dann sagt Marc Zimmermann, jetzt spielen wir alles oder nichts. Es läuft die Nachspielzeit. Und auch der Torhüter des FC Carl Zeiss, Carsten Nulle, geht mit nach vorne. Ist dann aber hier zu übermotiviert. Gelb hatte er bereits gesehen und nach dieser Attacke gegen Haas, den Freistoßspezialisten, sieht er gelb-rot. Und dann ist auch Schluss. Dann ist die Partie zu Ende. Offenbach gewinnt mit 2:1, aber unterm Strich bleibt. Trotz dieser Niederlage, der FC Carl Zeiss hat hier am Biebererberg das Gesicht gewahrt. Wir sind heute mit Gelb-Rot am Ende nach einer tollen Leistung vom Platz geschickt worden. Da gibt es überhaupt keine Frage, was berechtigt oder nicht? Aus meiner Sicht nicht. Also Körper an Körper ist für mich kein Foul. Vielleicht war es ein bisschen zu hektisch und dann wollte er noch eine gelbe Karte geben. Und ja, zweimal Gelb ist Gelb-Rot. Ich gehe davon aus, dass heute bzw. morgen ein neuer Cheftrainer präsentiert wird. Und da werde ich meine Aufgabe genauso weitermachen. Nur ist es auch wichtig, das hat die Mannschaft jetzt auch gerade gesagt, dass es weitergeht, dass es nach vorne gehen muss, um irgendwann vielleicht mit einem Punkt oder mit 3 Punkten jetzt anzufangen. Wir können uns noch selber rausziehen aus der Situation. Kurz nach dem Abpfiff bildete die Mannschaft des FC Carl Zeiss noch einmal einen Kreis, demonstrierte Geschlossenheit. Und Ziegner schwörte sicherlich schon ein auf das nächste Spiel. Ja, bei mir steht der Präsident Peter Schreiber in Oranje. Das
Kein Hinweis. Ist kein Hinweis. Ich wollte gerade fragen.